dann gehen wir jetzt gleich mit einem sehr spannenden Thema weiter. Und zwar geht es um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Klimatisierung und die Thermotechnik. Da kriegen wir jetzt schöne Querblicke rein. Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Speaker, und zwar Professor Konstantinos Dergeropoulos. Er ist von der Universität Stuttgart und zwar Leiter des Instituts für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung, den IGTE. Konstantinos, komm zu mir. Es ist deine Bühne. Leg gerne los jetzt dann. Vielen Dank. Gerne doch. So, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich warte kurz, bis die Präsentation vielleicht eingespielt wird. Ich bin gebeten worden von der Firma Lütze zu dem Thema Aerosolausbreitung zu sprechen. Allerdings werde ich noch einen kleinen Bogen vorne ranstellen, nämlich ja, ein bisschen Selbstmarketing machen, nämlich unser Institut kurz vorstellen. Nächste Folie bitte. Ah, ich mache das, ja. Die Energieeffizienz und Ressourcenschonung an kurzen Beispielen aufzeigen und dann auf mein Schwerpunktthema kommen und abschließen mit einem Fazit und einem Ausblick. Zum IGTE, ein kleines Organigramm. Das IGTE besteht aus zwei Lehrstühlen, dem Lehrstuhl für Energiespeicherung, begleitet von meinem Kollegen André Tess, und dem Lehrstuhl für Heiz- und Raumlufttechnik, den ich innehabe, und verschiedenen Arbeitsgruppen, die wir so aufgebaut haben, dass wir der Meinung sind, dass wir von den kleinen Mikrothemen der Wärmeübertragung und der Kältetechnik, wo wir uns auch heute mit der Firma Lütze in Zusammenarbeit befinden, über Sorptionstechnik, auch hier geht es um Themen der Adsorption und der Absorption, letzten Endes auch mikroskalige Themen der Wärme- und Stoffübertragung über Komponenten- und Systemprüfung, wo wir verschiedene Komponenten der Heiz- und Raumlufttechnik quantifizieren in unserem Prüflabor. Wir sind auch akkreditiertes Prüflabor für verschiedene Komponenten und Systeme der Heiz- und Raumlufttechnik. Dann haben wir die Raumklimatechnik. Aus dem Bereich werde ich dann auch unsere Aerosolforschung näher bringen, über die Gebäude, Energiesysteme und Automation, also noch mal eine Stufe höher. Wir sind jetzt sozusagen im Gebäude und den Wechselwirkungen im Gebäude über dann die nachhaltigen Gebäude- und Quartierskonzepte dann im großskaligen Bereich. Dieses Bild zeige ich sehr gerne, weil ich letzten Endes auf diesem Bild sehr reduziert aufzeigen kann, warum wir forschen. Also unsere Forschungsgebiete sind letzten Endes, wir behandeln und untersuchen Wasser-, Luft- und Kältemittel, also Arbeitsmittel für Kälte- und Wärmepumpenprozesse, um letzten Endes in den unterschiedlichen Aggregatzuständen, die diese Stoffe einnehmen können, auch die Wechselwirkungen und den Nutzen entweder im Stofftransport oder im Wärmetransport aufrecht zu erhalten, um am Ende des Tages in den allermeisten Fällen, wir sind ja in Gebäude und Gebäude erstellen wir nicht, um Energie einzusparen, sondern in erster Linie, um einen gewissen Nutzen den Menschen, die dort diesen Raum verwenden, ob es jetzt im Wohnbereich ist oder im Nichtwohnbereich, im industriellen Umfeld, geht es letzten Endes immer dort, wo es Menschen gibt, um eine Herstellung einer behaglichen Umgebung und eine Raumluftqualität, die gesund ist bzw. die Gesundheit nicht gefährdet. De facto, wenn wir aber uns ein Gebäude anschauen, dann stellen wir fest, dass wir in den letzten Jahren, ähnlich wie jetzt der Lütze schon aus seinem Bereich erklärt hat, eine immer weiter fortschreitende Technisierung bekommen und eine Wechselwirkung zwischen dem Gebäude und unterschiedlichen Anlagen, Komponenten und Systeme. De facto arbeiten wir mit verschiedenen Einbindungen von Energiequellen, übertragen die bzw. verteilen die in einem Gebäude hin zu den Räumen oder in den Zonen, die wir bewohnen bzw. dort arbeiten. Das heißt, in letzter Instanz brauchen wir ein sehr gutes Verständnis von Modellen der Strömungsvorgänge, der Wärme,
Energieübertragung und der Stoffübertragung und letzten Endes durch die Einbindung der erneuerbaren Energien eine immer weiter verstärkte Betrachtung der Speichertechnologien, weil letzten Endes auf der einen Seite der Bedarf steht und auf der anderen Seite das Angebot und letzten Endes bei den erneuerbaren Energien diese zeitlich nicht überlappend sind. Das heißt, wir brauchen de facto ein sehr gutes Systemverständnis für Gebäude, Anlagen, Systeme und Speicher. Wenn ich jetzt eine Ebene tiefer gehe und letzten Endes aus dem Arbeitsgruppe der Wärmeübertragung und Kältetechnik ein paar Beispiele bringen kann. Natürlich prominentes Bild ganz links oben, das Thema Thermomanagement von Schaltschränken. Dazu wird heute Nachmittag der Heidemann und der Herr Haag einen Vortrag halten. Wir beschäftigen uns aber auch mit der apparativen und Fertigungsfähigkeit von verschiedenen Komponenten in entsprechenden Kältekreisprozessen. Ein einfaches Beispiel ist, dass wir uns um die Wärmeübertrager in den letzten Jahren immer verstärkter kümmern bzw. forschen. Wie kriegen wir entsprechende Apparate hergestellt durch additive Fertigung, die besser zu den Wärme- und Stoffübertragungsfähigkeiten eines Prozesses oder eines Arbeitsmittels kommt. Ein Beispiel hierfür wäre eine Absorptionswärmepumpe. Also Absorptionswärmepumpen sind entgegen den landläufigen Kompressionswärmepumpen Wärmepumpen, die entweder mit Ammoniak-Wasser betrieben werden können und auf einen Kompressor verzichten können und damit noch energieeffizienter im Hinblick darauf auf den eingesetzten Einsatz von elektrischer Energie beruht. Über die Eisspeicher sehen wir auch Möglichkeiten, wie gesagt, eine zeitliche Entkopplung zu bekommen. Und hier ist zum Beispiel auch das genaue Wissen des Phasenwechsels zwischen Eis und Wasser notwendig, um in solchen Eisspeichern möglichst viel latente Energie einspeichern zu können und das entsprechende Bauvolumen bestmöglich ausnutzen zu können. Zu der Historie der Schaltschränke jetzt aus Sicht des IGTEs. Begonnen hat es aus unserer Sicht mit der Innovationsallianz 2010, wo es um die Reduzierung insgesamt des Endenergiebedarfs im Karosseriebau ging. Das hat dann auch dazu geführt, dass aus diesen ursprünglich dann europäischen Projekten dann eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Firma Lütze entstanden ist. Wir haben seitdem auch in Form von Kooperationsmodellen unterschiedliche Begleitungsforschung umgesetzt, nämlich zum einen die numerische Berechnung von Schaltschränken, dann auch die messtechnische Erfassung, um genau diese, wie der Herr Lütze genannt hat, Wärmenester in Schaltschränken besser erkennen zu können und auch die Vorgaben zu einhalten zu können. Bestimmte Bauteile können auch nur eine bestimmte Lebenszeit bei einer bestimmten Temperatur erreichen. Und es ist immanent wichtig, diese Wärmenester entsprechend zu lokalisieren beziehungsweise dann auch dafür zu sorgen, dass dort die Wärmeübertragung von den entsprechenden Bauteilen hin zur Luft und dann über den Schaltschrank dann in die Umgebung bestmöglich umgesetzt werden können. Das führt dann auch zu neuartigen Kühl- und Regelstrategien, die wir begleitet haben für die entsprechenden Schaltschränke. Und im Augenblick arbeiten wir an sogenannten digitalen Zwillingen, weil wir der Meinung sind, dass das letzten Endes die entsprechende Zukunftsorientierung sein sollte. Zuerst in digitaler Form die entsprechenden Zusammenhänge zu erfassen, die Physik abzubilden, um dann später in der Realität nicht von irgendwelchen Phänomenen überrascht zu werden. Ich komme ganz kurz
zum Thema Energieeffizienz und Ressourcenschonung in der Klimatisierung und in der Thermotechnik, um Ihnen einen gewissen Einblick zu geben, warum wir als IGTE an diesen Themen forschen. Wenn wir uns den Wärmemarkt in Europa anschauen, dann stellen wir fest, dass letzten Endes ein Drittel der Endenergie direkt in die Beheizung bzw. in die Erwärmung unserer Häuser und Wohnungen gehen. Und darüber hinaus aber wir auch nochmal einen sehr großen Anteil für Prozesswärme haben. Also letzten Endes können wir ungefähr sagen, dass wir in Deutschland einen Endenergieverbrauch haben, der deutlich über 50% auf der Wärme- und Prozessseite ist. Und aus diesen Zahlen heraus ist ganz klar, die Mission sollte sein, unbedingt dafür zu sorgen, dass wir in den nächsten Jahren den Energieverbrauch für den Betrieb der Gebäude und die damit einhergehende CO2-Emission zu verringern. Wenn wir uns aber jetzt den Heizungsanlagenbestand in Deutschland zum Beispiel anschauen, hier nutze ich einen Chart des Bundesverbands der deutschen Heizungsindustrie, stellen wir fest, dass nur ein ganz kleiner Teil, nämlich 21%, Stand heute tatsächlich effizient und erneuerbar umgesetzt ist. Das heißt, der ganz große Teil von über 21 Millionen Wärmeerzeuger in Deutschland sind unzureichend effizient. Hier sind letzten Endes Kesseltechnologien seit Jahrzehnten im Betrieb. Und weil sie im Betrieb sind und entsprechend robust sind, alte Kessel aus Gusseisen gehen einfach nicht so schnell kaputt, werden sie weiterhin betrieben, aber das entspricht nicht unseren Vorstellungen einer Energieeffizienz und die müssen de facto ausgetauscht werden. Im Hinblick auf den heutigen Tag sehen wir im Grunde genommen drei übergeordnete Schwerpunkte, nämlich die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren, die Effizienz bei der Erzeugung und der Nutzung dieser Endenergie weiterhin zu steigern und die Zielkonflikte, die vielfältig sind, aufzulösen. Wenn wir uns unabhängig machen wollen von den fossilen Energieträgern, haben wir seit vielen Jahren, also in der Forschung, ist dieses Thema sicherlich nicht neu. Wir sind sicherlich seit über 40 Jahren, seit der letzten Ölpreiskrise in den 70er Jahren, an vielen Themen schon damals eingestiegen, vornehmlich natürlich in die Solarthermie, also die Nutzung der entsprechenden Möglichkeiten, die der Erdball und die Sonne uns zur Verfügung stellen, nämlich die solare Einstrahlung zu nutzen, die thermischen Energiespeicher. Wir sind letzten Endes etwas, wo wir entweder saisonal oder kurzzeitig Energie zwischenspeichern können und die Wärmepumpen, die seit ein paar Jahren einen extremen Fokus bekommen haben. Wenn wir über die Effizienz bei der Erzeugung und Nutzung der Endenergie uns unterhalten, dann müssen wir eigentlich sagen, dass wir in allen diesen Themen, ob es die Erzeugung oder die Verteilung von den entsprechenden Medien oder der Speicherung dieser Medien, also Verteilung von Luft, von Stoffen oder von Wasser, in allen unseren Projekten und Forschungsarbeiten uns diesem Querschnittsthema widmen. Aber wir haben in allen Bereichen immer einen gewissen Zielkonflikt. Jetzt hier ein Beispiel von drei unterschiedlichen Zielen. Auf der einen Seite die Ausfallsicherheit, die wir auch in der Gebäudeenergetik haben. Dann die Energie, die wir einsetzen. Und zu guter Letzt die Gesundheit der Personen, die in unseren Gebäuden leben. Und zu diesem Thema gliedert sich letzten Endes auch unsere Aerosolforschung an. Wenn wir uns die Luft anschauen, wie diese zusammengesetzt ist, wissen wir, dass wir ständig luftgetragene Partikel in unserer Luft haben. Also der größte Teil der Luft besteht aus Stickstoff,
fast 80% in der Luft ist Stickstoff, wesentlich weniger ist Sauerstoff. Und je nachdem, wo wir uns befinden, haben wir auch einen entsprechenden Kohlenstoffdioxidanteil, denn wir Menschen letzten Endes emittieren ständig in Abhängigkeit unserer Aktivität eine gewisse Menge an Kohlenstoffdioxid und eine gewisse Menge an Wasserdampf, die wir ständig von uns geben während des Sprechens oder auch die entsprechende Verdunstung über unsere Körperoberfläche. Im Zuge der Pandemie galt zunächst einmal die Tröpfchenübertragung oder die Schmierübertragung als der Weg der Übertragung, hat sich aber relativ schnell gezeigt, dass dieses Virus vor allen Dingen luftgetragen, also Aerosol übertragen wird, wenn wir sprechen oder atmen, geben wir eine gewisse Anzahl an Aerosolen über unsere Atemwege nach außen, die wiederum unser Gegenüber einatmet. Und das passiert ständig. Je mehr Menschen zusammenkommen in Innenräumen, desto mehr Aerosolpartikel der Menschen finden wir in der Luft. Und diese Aerosole sind sehr klein, kleiner 5 Mikrometer, während die Tröpfchenübertragung sind dann die tatsächlich sichtbaren Tropfen aus dem Sprechen. Der eine oder andere kennt es beim Husten, beim Niesen. Entstehen solche größeren Tropfen, die aber eine ballistische Länge haben von ungefähr 1,5 Meter und dann zu Boden sinken. Wenn wir uns in der Raumklimatechnik über die entsprechende Aufteilung eines Raumes unterhalten, dann müssen wir letzten Endes immer darauf achten, dass es eine gewisse Anforderungszone in einem Raum gibt, nämlich dort, wo sich Menschen oder Produktionsmittel aufhalten oder sind, die einen bestimmten Nutzen und damit einen bestimmten Anspruch haben auf ihre raumklimatische Umgebung. Und darüber gibt es ein Raumvolumen, das eigentlich nicht interessiert, weil sich dort keine Menschen aufhalten, den wir als Restzone bezeichnen. Das heißt, dass wir an dieser Stelle entsprechend Luft an einer Stelle nahe des Menschen einbringen müssen, die an einem Menschen dann aufsteigt, aufgrund der thermischen Unterschiede zwischen der Raumluft und des Menschen. Transportiert jeder Mensch einen entsprechenden Volumenstrom nach oben, den wir dann innerhalb der Restzone dann auch aus dem Raum abführen. Bei der Begegnung dieser entsprechenden Aerosolthematik kann man letzten Endes 3 unterschiedliche Maßnahmen umsetzen. Zum einen die Fensterlüftung, das heißt Fenster geöffnet bei unterschiedlichen Temperaturen zwischen innen und außen, werden dann in entsprechende Volumenströme im oberen Bereich des Fensters nach außen transportiert. Also ich betrachte hier den Winterfall, wo die Außenluft wesentlich kälter ist als die Innenraumluft. Und im unteren Bereich des Fensters unterhalb der neutralen Zone strömt Luft in den Innenraum. Dann gab es und gibt es nach wie vor die mobilen Luftreinigungsgeräte, die einen sehr hohen Fokus bekommen haben in der Pandemiezeit. Das war auch der Anlass, dass wir den einen oder anderen Projekt im schulischen Umfeld, das ich gleich zeigen werde, umgesetzt haben. Und diese mobilen Luftreinigungsgeräte führen keine Außenluft in den Raum, sondern saugen aus dem Raum die Luft an, filtern die und geben die wiederum dann gefiltert in den Raum wieder zurück. Also es entsteht kein Austausch von Außenluft zu Raumluft und darüber hinaus filtern diese Geräte lediglich Partikel und verändern zum Beispiel weder den Feuchtegehalt noch den CO2-Gehalt in der Luft. Und zu guter Letzt gibt es dann Lüftungsanlagen, die fest verbaut sind, die maschinell Außenluft in den Raum
hineinbringen, damit wetterunabhängig einen konstanten Volumenstrom oder einen bedarfsorientierten Volumenstrom umsetzen können. Und man kann letzten Endes auch die entsprechenden Lüftungsverluste mit Wärmerückgewinnung ausgleichen. Wenn wir über dieses Thema nachdenken, gibt es bestimmte Expertisen, die man benötigt als Forscher. Natürlich übergeordnet gibt es zwei mögliche Ansätze, der Aerosolausbreitung nachzukommen bzw. sich eine Modellvorstellung zu machen in den individuellen Räumen. De facto ist jeder Raum in Abhängigkeit seiner bauphysikalischen Konstruktion und seiner entsprechenden Nutzung und damit auch Belegung von Menschen stark unterschiedlich. In dem Bild ganz links sehen Sie ein Bild des Stuttgarter Staatstheaters, den wir untersucht haben. In der Bildmitte sehen Sie eine Untersuchung, die wir in unserem Raumluftströmungslabor umgesetzt haben, wo wir eine Besprechungssituation nachgebildet haben. Wir können mit zwei unterschiedlichen messtechnischen Konzepten Aerosolausbreitung nachstellen. Zum einen durch luftgetragenes Spurengas, das sich in gleicher Art und Weise verhält wie die Aerosole, oder mit technischen Partikeln, die wir Testaerosole nennen. Und auf der anderen Seite, was wir dann auch jeweils in den Forschungsprojekten parallel umgesetzt haben, ist auch die numerische Untersuchung der Raumluftströmungsausbreitung und damit auch der Stoffausbreitung, um zu erkennen und dann auch letzten Endes auch in anderen Situationen. Man kann natürlich nicht jeden einzelnen Raum messtechnisch untersuchen, sondern muss dann über numerische Erkenntnisse die Erkenntnisse auch dann auf andere Räume übertragen und konnten auch feststellen, dass unsere Messung und die entsprechenden numerischen Modelle zu gleichen oder ähnlichen Ergebnissen geführt haben. Sowohl die CO2-Aussendung als auch die Partikel, die ein infektiöser Mensch ausbreitet, den sehen Sie hier als rotes Rechteck dargestellt, gibt ständig in den Raum entsprechende Partikel ab. Neben dem Partikel auch sein CO2 und auf der anderen Seite den gesunden Menschen, der durch seine Atmung immer wieder virusbeladene Partikel bekommt. Vielleicht ein kleiner Einschub hier an dieser Stelle. Die Erkrankung entsteht nicht durch einen virusbeladenen Partikel, sondern in Abhängigkeit der unterschiedlichen Varianten waren da zwischen 300 bis zu 3000 virenbeladene Partikel notwendig, die einzuatmen waren, bevor jemand tatsächlich sich infiziert hat. Das gleiche Bild jetzt für den Luftreiniger. Wir sehen hier, dass letzten Endes tatsächlich der Luftreiniger die Partikel absondern kann, allerdings alle anderen Zusammensetzungen der Luft nicht beeinflusst. Und zu guter Letzt die raumlufttechnische Anlage, die aus unserer Sicht die bestmögliche Konzeption ist, um neben der aktuellen, in der Pandemie aktuellen Virenbetrachtung auch darüber hinaus die anderen Stoffeigenschaften der Luft so einzugrenzen, dass wir auch in der Lage sind, behaglichkeitsrelevante Komponenten zu betrachten. So dass wir am Ende des Tages, wenn wir über Raumkonzentrationen von Viren nachdenken, tatsächlich dieses Bild bekommen. Es gibt eine kumulierte inhalierte Virenanzahl in Abhängigkeit der Atemfrequenz und der Konzentration in der Raumluft, während oben in der Kurve die Virenkonzentration gezeigt wird und die Virenfreisetzungsrate, die ständig stattfindet, haben wir eine gewisse Möglichkeit, Viren abzutransportieren. Und am Ende gibt es eine Anzahl an kumulierten Viren, die unterhalb eines bestimmten Kriteriums, letzten Endes dann aber auch in Abhängigkeit von statistischen Annahmen von uns berechnet wurde. Grundsätzlich gilt, je größer der Raum ist, desto
später beginnt dieses Gleichgewichtszustand. Und je mehr Volumenstrom wir in einen Raum hineinbringen, desto geringer wird die Virenkonzentration in der Luft und damit auch die kumulierte inhalierte Virenanzahl. Wir haben uns in Stuttgart sehr viele unterschiedliche Klassenräume angeschaut, haben die ausgestattet mit einer entsprechenden Messtechnik. Das ist während des Lockdowns war diese Untersuchung, wo keine Schüler in den Schulen erlaubt waren. Wir haben uns damit beholfen, dass wir sogenannte thermische Dummies eingebracht haben in den Räumen, die letzten Endes die Eigenschaften eines Menschen von der Körperoberfläche, von der Körperoberflächentemperatur und der entsprechenden Wärmeleistung, die jeder Mensch in Abhängigkeit dann von seiner Aktivität, in dem Fall im Sitzen, in den Raum hineinbringt. Das sind in der Größenordnung von 70 bis 80 Watt, die man als Mensch im Sitzen abgibt. Und haben dann in Abhängigkeit der unterschiedlichen Vorkommnisse unterschiedliche Fensterlüftungsstrategien untersucht, Lüftungsanlagen untersucht und die Wirkung dieser Luftreinigungsgeräte uns näher angeschaut. Ein Ergebnis ist auf diesem Bild zu sehen. Zum einen, dass wir feststellen konnten, dass ohne Mund-Nasen-Schutz eine doch sehr hohe Infektionswahrscheinlichkeit in den Räumen, also in diesen hochdicht belegten Räumen, also Klassenräumen, wo letzten Endes wir bis zu 30 Schülern in einer Kubatur haben, die in der Größenordnung von 210 Kubik vorhanden ist. Also die Klassenräume sind relativ klein für diese große Anzahl an Menschen. Und wenn wir keine Fensterlüftung haben, das heißt, die Personen, also die Schüler, sind über 1,5 Stunden in einem Raum zusammen, dann ist die Infektionswahrscheinlichkeit in der Größenordnung von 40%, dass ein infektiöser Mensch einen anderen infiziert. Darüber hinaus gibt es aber dann verschiedene Varianten, die wir untersucht haben. Und wir konnten feststellen, dass natürlich die Luftreinigungsgeräte in dem Hinblick eine sehr geringe Infektionswahrscheinlichkeit haben. Aber wenn wir die blauen Punkte miteinander vergleichen, dann sehen wir letzten Endes keine großen Unterschiede. Solange die Schüler eine Maske tragen, ist die Infektionswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit jetzt der entsprechende Fensterlüftung oder mit Luftreinigungsgeräten sehr nah beieinander. Sodass wir unsere Theorie letzten Endes bestätigen konnten in Abhängigkeit eines Volumenstroms, also je größer der Volumenstrom ist, desto weiter sinkt die Infektionswahrscheinlichkeit, sowohl wenn ich die Fenster öffne, als auch wenn ich mit technischen Maßnahmen, mit der Luftreinigung oder mit der RLT-Anlage arbeite. Wenn wir uns aber die Luftreinigungsgeräte in anderen Dimensionen anschauen, also neben der Filterwirkung uns anschauen, dann stellen wir fest, dass die Schallausbreitung von diesen Luftreinigungsgeräten sehr hoch ist. Wir haben bestimmte Vorstellungen oder Anforderungen, wie hoch die Schalldruckpegel in einem Klassenraum sind. Sie sollten kleiner 35 dBA sein, damit dann auch ein entsprechender Schulunterricht stattfinden kann. Und wir wissen, dass wir Menschen in Abhängigkeit der entsprechenden Luftgeschwindigkeiten und den Turbulenzgraden sehr empfindlich reagieren. Wir sprechen hier von Zugempfinden und haben dann feststellen müssen, dass die entsprechenden Luftvolumenströme bzw. Luftgeschwindigkeiten dazu führen, dass in Abhängigkeit auch in unterschiedlichen Höhenlagen wir sehr hohe Zugluftrisiken haben, die über kurz oder lang dazu führen werden, dass die im Raum befindlichen Personen entweder das Gerät ausschalten oder dieses aus dem Raum verschwinden. De facto, wenn wir hier uns diese Schalldruckpegel anschauen, konnten wir leider feststellen, dass alle
Raumluftströmungsgeräte mit Luftreinigungsfunktion diese Schalldruckpegel immanent verletzt haben. Wir müssen uns die Zahlen derart interpretieren. 8 dB bzw. 6 dB ist eine Verdoppelung des Schalldruckpegels, also doppelt so laut. Ich komme jetzt zu meinem Fazit. De facto, und da packe ich mich auch an die eigene Nase, wir brauchen eine verlässliche und eine transparente Modellbildung. Also wir müssen auch die Physik sehr gut abbilden können und diese auch transparent machen. Also dass jeder letzten Endes weiß, wie diese entsprechenden wissenschaftlichen Erkenntnisse entstanden sind, um eine Akzeptanz zu erreichen. Denn je weiter wir fortschreiten, wir haben das in der Vergangenheit schon als Menschheit getan, wir werden das aber auch in Zukunft noch weiter tun, wir vernetzen uns immer mehr, die Aufgaben, die wir vor uns sehen, die wir annehmen, sind nicht mehr eindimensional oder können nicht mehr eindimensional betrachtet werden, sondern wir brauchen multidimensionale Optimierung und im Bestfall einen digitalen Zwilling, also erst in der digitalen Form die Zusammenhänge darstellen bzw. untersuchen, um ein Optimum zu erreichen. Und de facto sehen wir natürlich im Augenblick auch eine entsprechende Thema der fossilen Verbrennung, die uns jetzt vor Augen geführt wird, dass wir hier noch wesentlich mehr tun müssen im Hinblick auf die Energieeffizienz. Wir müssen ein Bewusstsein schaffen, für welche potenziellen Energieeinsparungen wir haben und wo die größten Hebel sind. Und natürlich aber auch die kleinsten Verbraucher uns anschauen, weil wenn viele Pumpen zum Beispiel arbeiten mit wenig Leistung, dann ist es trotzdem in der Summe eine eklatante Leistung, die wir verbrauchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Konstantinos, vielen Dank für den spannenden Einblick, den du gegeben hast. Gerne. Ich frage mich da, wenn man zum Beispiel diese Aerosolmessung jetzt da eine Firma produziert, Produktionshalle, dann auch Aerosole, sind da die Mitarbeiter sicher? Kann man euch da zum Beispiel buchen, dass ihr auch zu Firmen kommt, weil ihr seid ja Forscher? Ja, letzten Endes haben wir natürlich auch diese Projekte, die ich vorgestellt habe, waren Auftragsforschungen tatsächlich. Einmal von der Hauptstadt Stuttgart, die Bürgermeisterin hat uns da beauftragt, oder auch die verschiedenen Büros haben wir das eine oder andere auch schon untersucht. Wir haben tatsächlich auch hier an der Universität unsere Hörsäle untersucht, weil das war für uns auch wichtig zu zeigen, dass innerhalb der Universität im Hörsaal die Infektionsübertragung sehr gering sein wird. Mhm. Ja. Sehr gut. Wir vertiefen die Themen hier nachher in Roundtable. Ja. Bisweilen vielen Dank, Konstantinos. Gerne.